Mein erster Tipp für Souvenirs aus Wien ist die Sachertorte. Die Sachertorte ist ein Schokoladenkuchen, der mit Marillenmarmelade gefüllt und einer Schokoglasur überzogen ist. Und die Sachertorte findet ihr in Wien wirklich auf so gut wie jeder Speisekarte. Und somit qualifiziert sie sich als leckeres Mitbringsel für zu Hause. In einem Video zu Souvenirs aus Wien darf natürlich die Sachertorte nicht fehlen. Und die bekommt ihr hier im Sachereck in den verschiedensten Varianten und Größen. Erfunden wurde die Sachertorte 1832 von Franz Sacher. Fun Fact, es gab einen jahrelangen Rechtsstreit, wer denn jetzt wirklich die Original-Sachertorte verkauft. Sacher oder die Konkurrenz der Hofzuckerbäcker Diemel. In einem meiner Videos mussten sich die beiden Torten auch schon einem knallharten Geschmacksvergleich stellen. Und in diesem Video erzähle ich auch mehr über die Historie hinter der Leckerei. Ich verlinke es dir gleich hier. Aber zurück zur Sachertorte als Souvenir. Ich verschenke sie wirklich gerne und oft, nicht nur weil es eine Wiener Spezialität ist, sondern auch weil sie sich perfekt transportieren und verschicken lässt. Die Torte ist in einer Holzkiste mit Isolierpapier verpackt und so überlebt sie auch wärmere Tage ohne Probleme. Und noch ein Tipp, es gibt die Torte auch in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel als Würfel. Die verschenke ich auch sehr gerne, weil sie durch die Glasur lange saftig bleiben, was bei einer großen Torte nach dem Anschnitt schon mal ein Problem sein kann. Vergiss übrigens nicht den Klecks Schlagobers, wenn du die Torte zu Hause verspeist. Koppala. So wird sie nämlich traditionell in Wien serviert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es gar nicht so einfach, sinnvolle Souvenirs zu finden, wenn man unterwegs ist. In diesem Video gehen wir deswegen gemeinsam shoppen und ich zeige dir einige Ideen und Inspirationen für Souvenirs und Mitbringsel aus Wien in den verschiedensten Preiskategorien. Das Video ist übrigens nicht gesponsert. Die Produkte, die ich in diesem Video vorstelle, habe ich alle selber ausprobiert und auch schon verschenkt. Als nächstes besuchen wir die Firma Manner. Das ist ein Wiener Traditionsunternehmen, das Süßigkeiten herstellt. Das bekannteste Produkt von Manner sind die Neapolitaner Schnitten. Und aus meiner Sicht ist das ein österreichisches Grundnahrungsmittel. Ich habe die Schnitten als Kind sogar als Jause bei Schulausflügen oder wenn wir Eislaufen waren mitbekommen. Und du bekommst die Manner Schnitten auch wirklich überall. Auf der Tankstelle, im Manner Shop oder auch im Supermarkt. Es gibt einen Flagship-Store, der ist im Zentrum von Wien, direkt am Stephansplatz, neben dem Stephansdom. Und da findest du Süßigkeiten, so viel dein Herz begehrt. Die Firma Manner produziert in Österreich und ein Produktionsstandort ist nach wie vor in Wien. Und schaut euch mal das Logo an, das ist der Stephansdom, das Wahrzeichen Wiens. Manner ist nämlich das einzige Unternehmen, das diesen als eingetragene Schutzmarke verwenden darf. Das Unternehmen sponsert daher auch die Dombauhütte des Stephansdoms und übernimmt die Bezahlung von einem Steinmetz. Den sieht man auch immer wieder am Stephansdom arbeiten und man erkennt ihn gleich an seinem rosa Outfit. Falls du das Video hilfreich findest, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön! Als nächstes habe ich noch einen Tipp für Naschkatzen, nämlich Schokolade von Heindl. Die Firma Heindl ist ein Familienbetrieb, der seine Schokoladenprodukte seit 1953 in Wien produziert. In ihrem Werk in Wien haben sie sogar ein kleines Schokoladenmuseum und du kannst einen Blick in die Produktion werfen. Von Heindl bekommst du vor allem Süßigkeiten mit Wienbezug, wie Mozartkugeln, Sissi-Veilchen oder Riesenradtaler. Die habe ich mir übrigens gekauft. Du bekommst die Leckereien in Supermärkten und in eigenen Heindl-Shops. Eine Übersicht über alle besuchten Geschäfte findest du im Blog auf meiner Website www.gretewalz.com. Als nächstes geht's in den Supermarkt, denn auch hier bekommst du einige typische Wiener Produkte, die sich gut als Mitbringsel eignen. Natürlich gibt's die erwähnten Mannerschnitten und ich habe auch noch Ildefonso gekauft. Das sind Nougatwürfel mit süßen Botschaften. Und Mozartkugeln habe ich auch noch erstanden. Okay, zugegebenermaßen. Die sind ein Grenzfall, denn eigentlich sind es Salzburger Mozartkugeln und in diesem Video geht es ja um Souvenirs aus Wien. Aber nachdem die Mozartkugeln wohl zu den beliebtesten Mitbringseln aus Österreich gehören und Mozart auch sehr lange in Wien gewohnt hat, wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Ein weiteres Mitbringsel aus dem Supermarkt könnte Kaffee sein. Wien ist ja bekannt für seine Kaffeehauskultur und im Supermarkt gibt es auch österreichische Kaffeemarken, wie zum Beispiel Julius Meindl mit Wiener Röstungen. Mein nächster Tipp ist Porzellan von Augarten. Das ist eine Wiener Manufaktur mit wunderschönen handbemalten Designs. Dieser Souvenirtipp könnte etwas für dich sein, wenn du jemanden etwas Schönes mitnehmen möchtest, von dem man länger etwas hat. Augarten Porzellan wird in Wien hergestellt und nach wie vor handbemalt. Die Manufaktur ist nach Meißen die zweitälteste in Europa. Die Produkte werden auch in der Hofburg verwendet, früher vom Kaiser, heute bei Staatsempfängen vom Bundespräsidenten und Bundeskanzler.
Du kannst die Manufaktur im Wiener Augarten besuchen und dort einkaufen oder im Augarten-Shop im Stadtzentrum. Nachdem die Stücke handbemalt werden, kosten sie natürlich auch ein bisschen mehr. Ich finde, es ist aber ein wirklich besonders schönes Geschenk für die Liebsten. Übrigens, wenn du einen Souvenirtipp für Wien hast, dann teile ihn doch gerne in den Kommentaren. Dankeschön! Mein nächster Tipp ist Wein aus Wien. Weinbau hat hier nämlich eine lange Tradition und Wien ist die einzige Metropole weltweit, die auch innerhalb der Stadtgrenzen nennenswerte Weinbaugebiete hat. Eine typische Wiener Weinsorte ist zum Beispiel der gemischte Satz. Dabei werden verschiedene Weinsorten im gleichen Weingarten angesetzt, dann geerntet und gemeinsam verarbeitet. Du kannst Wiener Wein ganz einfach im Supermarkt kaufen oder du gehst zu Wein & Co. Wein & Co. hat eine wirklich riesige Auswahl von österreichischen und internationalen Weinen. Es gibt in Wien mehrere Wein & Co. Shops und in der Regel ist beim Geschäft auch ein Restaurant angeschlossen. Da kannst du die Weine auch gleich ausprobieren. Wenn deine Liebsten daheim Musikfans sind, könnte der nächste Tipp etwas für dich sein. Denn egal ob ein Besuch in der Oper, im Musikverein oder bei einem anderen Konzert, klassische Musik ist ganz, ganz groß in Wien. Ich habe zum Beispiel immer wieder gerne CDs, DVDs oder Blu-rays vom Neujahrs- oder Sommernachtskonzert der Philharmoniker verschenkt. In den Plattenläden in Wien finden sich aber auch bestimmt Inspirationen für dich. Ich bin ja ein ganz großer Fan vom K&K Hofzuckerbäcker Demel und habe auch schon einige Videos dazu gemacht, wie zum Beispiel zu den kandierten Veilchen oder auch zur Demelsacher-Torte. Und deswegen dürfen die Produkte vom Demel auch nicht auf dieser Liste fehlen. Die Videos zur Demelsacher-Torte und den kandierten Veilchen verlinke ich dir gleich hier. Viel Spaß damit!